Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von VPT Info. Heute mit einem wichtigen Thema zu den Neuerungen im Arbeitsrecht 2022. Mein Name ist Christian Thieme, ich bin Referent für soziale Medien im VPT und mit mir dabei heute wieder unser Verbandsjustiziar Benjamin Alt. Hallo. Ja, hallo lieber Christian, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute ein extrem wichtiges Video, was mal gar nichts mit Corona zu tun hat, was ja auch schön ist zu diesem Zeitpunkt. Es geht nämlich um das Arbeitsrecht. Und von dem Arbeitsrecht sind ja sehr viele betroffen. Also erstmal die Personen, denen eine Praxis gehört, aber eben auch die Personen, die angestellt sind in einer Praxis. Und hier gibt es jetzt ganz weitreichende Änderungen. Christian, du wirst uns jetzt kurz ein bisschen was zur Einleitung dazu vermitteln. Und dann werde ich gleich in die Materie einsteigen. Das ist extrem wichtig. Also bitte unbedingt die Ohren spitzen. Warum das überhaupt notwendig geworden ist, ist eine neue EU-Richtlinie. Und das Gesetz hat mittlerweile den Bundestag schon passiert. Also das ist schon beschlossen worden und muss formal jetzt noch durch den Bundesrat. Und einige Neuerungen bringt es mit sich und die wird Benjamin jetzt erläutern. Genau, es geht erstmal um die EU-Richtlinie 2019-1152. Da sind wir jetzt auch nicht viel schlauer. Die heißt Arbeitsbedingungenrichtlinie. Hört sich erstmal nicht so spannend an, aber es hat halt ganz, ganz viele wichtige, relevante Dinge, die jetzt wirklich neu sind. Und ich mache ja schon sehr lange Arbeitsrecht und komme jeden Tag auch in Kontakt mit arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen. Und ich muss sagen, dass es wirklich so starke, krasse Neuerungen gab, die für die Arbeitsverhältnisse gelten, habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Also es gibt immer mal wieder spannende Änderungen durch die Rechtsprechung und manche Gesetze, aber das ist schon nicht ohne. Und das muss halt wirklich jeder bitte berücksichtigen. Und ich habe mir einmal die wichtigsten Sachen zusammengestellt, die hier von relevant sind. Das dauert auch ein paar Minuten, dass wir das in Ruhe durchgehen. Und der Christian wird auch noch einiges dazu beitragen, weil wir das zusammen ausgearbeitet haben. Und auch nochmal vielen Dank an alle, die uns hierbei unterstützt haben, weil das wirklich ein ja, relativ großer Punkt war, den wir erstmal gemeinsam durcharbeiten mussten. Also zunächst einmal ist es so, dass vor allem Neuerungen im sogenannten Nachweisgesetz, da wird gleich Christian zu kommen, durchgegangen sind, die jetzt halt auch noch vom Bundesrat bestimmt werden müssen. Und da gibt es zusätzliche Unterrichtungspflichten. Und diese Unterrichtungspflichten beziehen sich vor allem auf die wesentlichen Aspekte des Arbeitsverhältnisses. Werden wir gleich alle Punkte aufzählen. Wenn jetzt der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin diesen Pflichten nicht nachkommt, kann es zu Bußgeldern bis zu 2000 Euro kommen. Und genau das muss jetzt wirklich nicht sein. Und wir versuchen eben mit diesem Video da vorzubeugen, dass es eben dazu nicht kommt. Aus meiner Praxis weiß ich ganz häufig aus meiner Anwaltskanzlei, dass es so ist, dass viele Arbeitsverhältnisse gar keinen schriftlichen Arbeitsvertrag haben. Das ist nicht gut und führt zu einer Vielzahl von Problemen. Und man sollte sich hier transparent und vernünftig einigen. Und alles das, was wir jetzt sagen, sollte jeder auch, der eine Praxis hat, in seine eigenen Muster übernehmen oder sollte das Ganze vielleicht zum Anlass nehmen, sich hierzu noch einmal neu aufzustellen, sodass man zukünftig hier gerade keine Probleme bekommt. Allgemeine Muster im Internet und all sowas und auch von Verbänden, muss man sagen, ist gar nicht so einfach, weil es gibt so viele Besonderheiten, die eben Praxisinhaber und Inhaber in dem Arbeitsverhältnis normalerweise gerne hätten. Das heißt, so ein allgemeines Muster, was ein Verband zur Verfügung stellen kann, das für alle passt und immer super ist, ist wirklich schwer zu leisten. Wir haben auch als Verband da immer Muster, die möglichst allgemein sind. Ja, weil man muss ja versuchen, so viele Fälle wie möglich abzufrühstücken. Aber man sollte sich einer Praxis, wenn man Angestellte hat, vielleicht auch darüber nachdenken, dass man einmal ein Muster für die eigene Praxis hat, wo dann alles drin ist, was man wirklich haben möchte. Und wir müssen jetzt erstmal darüber sprechen, welche Arbeitsverträge sind überhaupt hiervon betroffen. Allem voran Arbeitsverhältnisse, die am 1. August 2022 beginnen. Und auch wenn man vorher den Vertrag schon geschlossen hat und die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer am 1.8. beginnt, dann gilt das da eben auch schon für. Bei Altverträgen sieht es ein bisschen differenziert aus. Da muss ich manche Sachen nicht unbedingt in den Vertrag mit aufnehmen oder es muss nicht unbedingt schriftlich sein, sondern da muss der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin erstmal kommen und muss einen Anspruch geltend machen, dass man aufgeklärt oder unterrichtet wird. Und dann muss man
als Praxisinhaber aktiv werden, dann allerdings innerhalb von 7 Tagen. Das heißt, das sollte man auch schon wirklich in der Schublade haben, wie man dann unterrichten sollte, aber sonst kann es sehr, sehr stressig werden. Wenn man dagegen verstößt, gegen diese Regeln, die wir gleich auch nochmal darstellen, dann ist es so, dass der Arbeitsvertrag jetzt nicht unwirksam wird, aber es kann eben zu diesen Bußgeldern führen. Vielleicht jetzt zunächst einmal ganz allgemein, bevor wir zu diesem Nachweisgesetz kommen, wo es noch eine ganz konkrete Auflistung gibt, ein paar Unterrichtungspflichten. Ich muss informieren über das Kündigungsschutzverfahren. Wie läuft denn sowas? Auch über die Frist muss ich informieren. Die ist nämlich 3 Wochen. Ich muss über Fortbildung informieren, ob ich da Kosten übernehme, wie die Vergütung zusammengesetzt wird, auch wie mit Überstunden umgegangen wird, vor allem wie die Voraussetzungen der Überstunden sind. Ich muss Ruhepausen, Ruhezeiten regeln. Und wenn eine betriebliche Altersvorsorge besteht, muss ich auch hier Namen und Anschrift des Versorgungsträgers aufweisen. Das heißt, es sind einige Infos, die man aufnehmen muss. Darüber hinaus ist es wichtig, es muss in Schriftform erfolgen. Mein Tipp, ganz klar, habe ich mich mit Christian abgestimmt, weil er ist ja auch Praxisinhaber. Da ist manchmal gar nicht so schlecht, dass man aus der Praxis ja dann Infos bekommt. Am besten wirklich in den Arbeitsvertrag reinschreiben, dass man bei allen zukünftigen Arbeitsverhältnissen jetzt nicht irgendwelche anderen Zettelchen noch hat, sondern das sollte zentral im Arbeitsvertrag geregelt werden. So, Christian, und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu diesem Nachweisgesetz. Vielleicht noch kurz vorher. Es gibt verschiedene Stufen, wann man einen Arbeitnehmer über gewisse Dinge aufklären muss. Da gibt die erste Stufe, ist am ersten Tag, muss was erfolgen. Und dann gibt es weitere Stufen zum späteren Zeitpunkt. Ich persönlich würde dafür sorgen, dass direkt im Arbeitsvertrag alles drinsteht. Und das macht es deutlich leichter. Christian, dann würde ich sagen, nimm uns doch mal mit in das entsprechende Gesetz, das Nachweisgesetz, und erklär uns mal, was da drin steht. Dieses Gesetz im Paragraph 2 Nachweispflicht sind diese ganzen Punkte hinterlegt. Und wir haben 10 wichtige Punkte, die unbedingt im Arbeitsvertrag drin stehen müssen. Zum einen ist das Name und Anschrift der Vertragsparteien. Das wird wahrscheinlich jeder so haben. Der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses ist der zweite Punkt. Bei befristeten Arbeitsverhältnissen die vorhersehbare Dauer des Arbeitsverhältnisses. Dann der Arbeitsort oder falls der Arbeitnehmer nicht nur an einem bestimmten Ort tätig sein sollte, dann der Hinweis darauf, dass der Arbeitnehmer an verschiedenen Orten beschäftigt werden kann. Eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit, also die Arbeitsplatzbeschreibung oder die Tätigkeitsbeschreibung besser gesagt, die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich der Zuschläge, Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen sowie andere Bestandteile des Arbeitsentgelts und deren Fälligkeit. Also da nehme ich mich jetzt mal als Beispiel, ich hatte das zum Beispiel nicht drinstehen, bei uns gibt es diese Zusatzleistungen, wir werden dann natürlich auch entsprechend eine Ergänzung machen müssen. Die vereinbarte Arbeitszeit muss eingetragen sein, die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs, die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses und ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, die auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden sind. Das sind kurz und knapp die 10 Punkte, die in einem Arbeitsvertrag stehen müssen. Vollkommen richtig. Und es steht auch ganz klar drin, dass die elektronische Form ausgeschlossen ist bei der Mitteilung dieser Infos. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach eine E-Mail raushauen an Arbeitnehmer nachträglich zum speziellen Zeitpunkt. Nein, das muss in Schriftform da sein. Bei Schriftform ist eigentlich so, dass immer es halt tatsächlich ausgedruckt ist, unterschrieben ist, zumindest von einer Partei und dann übergeben wird. Nochmal, das Ganze ist wesentlich einfacher im Handling, wenn man es direkt in den Arbeitsvertrag mit einbaut. Und dann werden jetzt auch manche sagen, ich habe doch jetzt gerade erst meine Verträge aktualisiert, war das nicht vor langer Zeit schon zu sehen? Also es ist jetzt erst von der Politik beschlossen worden und es ist ja noch gar nicht komplett durch. Der Bundesrat hat sich jetzt eben dazu noch nicht geäußert, da wird es wahrscheinlich auch durchgehen. Also deswegen machen wir jetzt auch schon das Video. Es gibt eigentlich nicht, es ist nicht zu erwarten, dass sich da irgendwie groß was ändert. Aber das ist wirklich eine hochbrisante und ganz, ganz frische Angelegenheit, die jetzt eben beschlossen worden ist.
ist. Und dieses Nachweisgesetz wird dann wirklich sehr, sehr relevant. Und es ergibt sich eben aus dem Gesetz, was Christian eben zitiert hat, ich muss keine extra Zettel oder irgendwas überreichen bei einem neuen Arbeitsverhältnis, wenn das schon alles im Arbeitsvertrag drinsteht. Mein Tipp auch als Praxisinhaber, so einen Arbeitsvertrag möglichst immer von einem Rechtsanwalt machen lassen. Ich habe meine zum Beispiel auch über Benjamin machen lassen. Es lohnt sich hierbei wirklich, einen Anwalt zu Rate zu ziehen, weil man kann hier wirklich auch böse auf die Nase fallen, wenn man sich nicht an alles hält. Benjamin hat es ja eingangs schon erwähnt, mit einem Bußgeld von bis zu 2.000 Euro. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und einen ganz lieben Dank auch an die Lara Sebo, die uns hiermit geholfen hat, das Ganze auszuarbeiten. Und wir wünschen euch einen wundervollen Tag. Bleibt alle gesund. Macht's gut. Ciao. Bis bald. Tschüss.